Arnes Promi-Plausch bei Radio Primavera. Ja, er war unübersehbar, der Paradiesvogel der diesjährigen DSDS-Staffel. Immer gut gelaunt, immer eine Spur drüber und vor allem alles andere als gewöhnlich. Prinz Damien. Und er plaudert heute mit uns. Hallo. Hallo, alles klar bei dir, Liane? Bei mir auf jeden Fall. Und bei dir scheinbar auch. Ja, bei mir auch. Bei dir läuft alles super. Prinz Damien, sagt man eigentlich beide Namen oder reicht Prinz? Was ist dir lieber? Sag einfach Prinz, das passt dann. Ist der Name eigentlich echt oder ein Künstlername? Also, es ist ein echter Name. Ich habe 4 Vornamen: Messiah, Prince, Sheridan, Damien. Ach komm, toll. Klingt ja alles wie Künstlernamen. Passt ja, gell? Perfekt. Das ist cool. Prinz, Superstar. Ist das irgendwie schon im Kopf angekommen? Realität? Also langsam kommt es an. Wobei man sich überhaupt gar nicht als Superstar fühlt. Das ist halt einfach nur so eine Bezeichnung, die von der Sendung kommt. Ich fühle mich jetzt sowieso ein Newcomer, der halt quasi versucht, sich hier im Musikbusiness quasi eine Nische zu finden. Erinnere dich nochmal zurück. Wie war das beim Finale, als du deinen Namen gehört hast, dass du der DSDS-Gewinner bist? Das war so wie so ein positiver Schlag in den Bauch. Man kennt es ja, wenn man früher bei der Oma eine Nuss geklaut hat und die hat das gemerkt und man wurde erwischt, dann hat man auch so einen kleinen Schockmoment gehabt. Der Moment war genau gleich, nur im positiven Sinne. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was war schöner, DSDS-Gewinner zu sein oder die Siegprämie zu kassieren? 500.000 Euro, das ist schon eine Hausnummer, ne? Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Die ist noch nicht auf ein Konto angekommen, also noch kann ich da nicht sagen, dass was sich besser anfühlt. Also die kommt nächste Woche an, also nächste Woche können wir nochmal drüber reden. Aber ich glaube, nicht mal das Gewinnen, sondern einfach nur die Gewissheit, dass die Familie total hinter einen stand und dass meine Oma extra diese 700-800 Kilometer gefahren ist, nur um mich da beim Finale zu sehen, das war eigentlich der größte Glücksmoment. Prinz, wie hat sich dein Leben verändert in den letzten Wochen? Erzähl. Also nicht viel, außer dass man ganz wenig Zeit hat und wirklich quasi gefragt ist. Und auf einmal sprechen einen Stars an und sagen, hey, meine Tochter hat dich im Fernsehen gesehen, kann mit Autogramm haben. Das ist ganz, ganz lustig, auf einmal selber in dieser Riege quasi da mitzuspielen. Ja, nicht schlecht. Sag mal, du bist viel unterwegs, sagtest du gerade, du hast wenig Zeit. Wer unterstützt dich? Wer ist deine emotionale Stütze sozusagen? Also meine emotionale Stütze ist meine Family. Also meine Oma, wir schreiben immer SMS, freut mich dann immer. Meine Oma ist total modern geworden durch die ganze Show und sowas. Also die ist quasi meine emotionale Stütze und meine Schwester natürlich auch. Glücksmomente heißt deine Single und ist im Moment auch Programm bei dir, ne? Total. Also der Song Glücksmomente passt wie die Faust aufs Auge zurzeit. Und ich hoffe auch, dass er längerfristig dann quasi noch auf mein Leben zutrifft. Aber bisher war mein Leben ja auch glücklich. Das wird weiterhin auch so verlaufen, denke ich. Wobei Deutsch singen ja zunächst nicht so deins war, ne? Ja, also in Jamaika habe ich gemerkt, dass die deutschen Songs eigentlich total cool sind. Also früher habe ich mich für deutsche Songs überhaupt gar nicht interessiert. Aber als wir dann da einmal einen Gruppensong hatten und ich dann gemerkt habe, hey, irgendwas ist da anders als bei den englischen Songs. Wenn ich deutsche Songs singe, man muss mich noch im Kopf übersetzen, es kommt sofort an. Dieter Bohlen hat also nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten müssen? Nee, überhaupt gar nicht. Ja, der musste mich echt zu nichts überreden. Außer eine Sache, der hat ja gemeint, ich bin zu aufgekratzt und so, aber da hat er mich heute nicht von diesem Schritt runtergebracht. Ich bleib einfach, wie ich bin. Wie ist es mit ihm zu arbeiten? Total toll und entspannt. Also ich war sehr angespannt am Anfang, aber die Anspannung hatte mir sofort genommen, als er sagte, hey, schlag dich auf die Couch, hier ist ein bisschen was zu trinken, wir fangen erst später an. Also das war dann der Moment, wo ich gesehen habe, wow, okay, der ist gar nicht so dieser harte, ich quetsche jetzt alles aus dem Raus-Typ, sondern der lässt einen wirklich Mensch sein. Und das ist einfach das Wunderbare daran, dass es einfach überhaupt gar keine Arbeit im Studio ist, sondern das macht wirklich Spaß. Ja, und so soll es ja auch sein. Also der Dieter ist im Prinzip ein ganz lieber, aber wie sieht's denn mit dem Rest der Jury aus? Michelle, Vanessa, HP. Also am meisten Kontakt hatte ich ja zu der Michelle. Die ist total cool. Also die ist cooler, als sie im Fernsehen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die ja backstage quasi bei ihrer Tour kurz verfolgen dürfen. Und die macht Breakdance, kann sich verrenken wie nochmal was, ist total witzig drauf und macht gerne Scherze und verarscht so die Kollegen. Also die ist richtig cool und der Dieter natürlich auch. Vanessa ist so eine Süße. Die ist immer so sehr, ach ja, alles ist schön, so ist die drauf. Und HP ist der Chiller in der Serie. Der Chiller? Dem ist irgendwie alles wurscht, Hauptsache der wird unterhalten.
Ach, guck an. Zurück zur Musik. Jetzt ist dein erstes eigenes Album da. Was ist denn das für ein Gefühl? Das erste eigene Album in den Händen zu halten. Wie damals die ganzen CDs, die man früher gekauft hat. Man denkt, oh mein Gott, man hat jetzt endlich irgendwas erreicht. Und das ist einfach, das ist so wie als hätte man jetzt ein Neugeborenes in der Hand. Man will, dass es groß wird und dass gut drauf aufgepasst wird. Das erste eigene Baby. Ja, sozusagen. Jetzt ist es ja bei einigen der Superstars nicht so optimal gelaufen. Was wirst du anders machen, dass es bei dir läuft? Ich werde einfach mein Bestes geben, Spaß haben und alles mitnehmen. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht's halt nicht mehr. Aber ich denke mal, das liegt einfach an den Fans. Wenn die Fans da sind und sagen, hey, ich unterstütze das, ich kaufe das, die Musik ist cool, dann wird es auch längerfristig weiter funktionieren. Die DSDS 6, die sind ja auf Tour. Was bringt ihr den Leuten mit? Den Leuten bringen wir auf jeden Fall ein ganz großes Paket an Musik mit. Und zwar mit Liveband. Wirklich echte handgemachte Musik. Und zwar über 2 Stunden. Wir geben dann wirklich Gas und haben wirklich die Zeit unseres Lebens auf der Bühne. Prince, zum Abschluss, wo siehst du dich in einem Jahr, wenn es wieder einen neuen Superstar geben wird? In einem Jahr, wenn es wieder einen Superstar geben wird, sehe ich mich immer noch auf den Bühnen Deutschlands zu Hause. Und da wünschen wir dir ganz viel Erfolg, das hoffen wir auch. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles, alles Gute, wir sehen uns in Offenbach. Alles Gute, wir sehen uns in Offenbach. Ciao, Liane. Tschüss. Danke. Ja, und ich habe es versprochen. Es gibt Tickets zu gewinnen für die DSDS Top 6 Tour, die am 8. Juni auch in Offenbach Station macht. Um 20 nach 12 hier. Sie kriegt sie alle. Lianes Promi-Plausch. Nur bei Primavera.